Gegrüßt, wackerer Rumpfenheld. Was kann ich für euch tun? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Leb wohl. Okay, die kann mir auch gerade nichts sagen. Also Wirt. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Ihr mausert euch mit eurem Trinkwettstreit zu einem veritablen Kunden. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich war eben gerade bei Lugor. Schon angeblich habt ihr vergiftetes Bier an den Tempel ausgeliefert. Oh, ich weiß, es ist fürchterlich, oder? Aber ich schwöre, dass ich damit nichts zu tun habe. Jemand muss unbemerkt in mein Lagerhaus eingebrochen sein. Wird das Lager denn nicht bewacht? Leider nicht, nein. Wir hätten nie damit gerechnet, dass sich Feinde direkt nach Murolosch einschleichen. Unsere Tore sind stark und unsere Krieger wachsam. Alle Fremden, die nach Murolosch kommen, werden gut überprüft. Wir waren wohl zu nachlässig und hätten dafür beinahe den größten Preis bezahlt. Gab es vielleicht Spuren eines gewaltsamen Einbruchs? Nein, nichts. Wer auch immer das Schloss aufgebrochen hat, muss ein Meister seines Fachs gewesen sein. Es wurde sogar wieder verschlossen, nachdem der verfluchte Täter das Gift in das Fass gegeben hat. Ich muss mich dort einmal umsehen. Kein Problem, nicht wahr? Ich weiß nicht so recht. Eigentlich wurde das Lager versperrt und darf von keinem Fremden betreten werden. Ich bin vor Arambolosch eingesetzt worden, um Salinas Unschuld zu beweisen. Wie soll ich das tun, wenn ich keine Beweise an Tatorten sammeln darf? Tatsächlich. Als Verteidiger sollt ihr natürlich die Möglichkeit haben, den Tatort zu untersuchen. Aber ein Befehl bleibt ein Befehl. Ich kann euch den Schlüssel nicht so ohne weiteres aushändigen. Ich nehme alle Verantwortung auf mich. Ja, das sagt ihr so leicht. Was genau meint ihr damit überhaupt? Nun, ich werde euch auf Fehler und Kreuze entschädigen für den Fall, dass eure falls ihr eure Reputation verliert. Ich bin ein Freund Prinz Aarons. Falls sich jemand beschwert, dass ihr mir den Schlüssel gegeben habt, werde ich alle Verantwortung auf mich nehmen. Auf euch wird kein Schatten fallen. Was würdet ihr tun? Also gut, ich glaube euch. Hier habt ihr den Schlüssel und möge Angrosch euch helfen, das zu finden, was ihr sucht. Danke, ich werde gut auf den Schlüssel aufpassen. So, das Bierlager ist natürlich wieder unten. Wie soll es auch anders sein? Ja. Ich weiß nun, dass das Bier im Bierlager vergiftet wurde. Jemand ist dort eingebrochen und hat das Lager danach wieder verschlossen, sodass es dem Wirt der Taverne zuerst nicht auffiel. Überzeuge den Wirt, na bitte geht doch. Ich habe den Schlüssel für das Bierlager vom Wirt erhalten. Untersuche das Bierlager. Also, dann schauen wir uns das Bierlager mal genauer an. Ja, das Bierlager ist zum Glück hier oben und nicht wieder ganz unten. Hier ist nämlich Krasimas Lager und noch eine verschlossene Tür. Dann untersuchen wir das Bierlager und geben dem Wirt seinen Schlüssel zurück. Wer hat die Wolfsratten reingelassen? Ups. Man merke, ich sollte mal die Selbstbeherrschung von Gladys und Quendala steigern. Aufgepasst. So, ihr könnt wieder aufstehen. Alles klar. Ja. Gut. Sala Agrinda. Vom Wolfsratten stand da aber nichts in der Stellenbeschreibung.
Wie schafft es das ganze Ungeziefer nur, Lass das mal Vorgrim machen. Sprich, Freund. Mandaya Ioai Banda. Sala Agrinda. Wie schafft es das ganze Ungeziefer in die Keller hier rein? Ich verstehe es nicht. Ups. Aufgepasst. Sagoraks Bierfass. Wenn das nicht dem Giftmischer gehört. Ja. Geschlossen. Das vergiftete Bier. Untersuche das Bierlager. Ich habe ein langes rotes Haar gefunden. Das könnte durchaus ein Indiz sein und das und auf den eigentlichen Täter verweisen. Zumal es nicht von einem Zwergenbart zu stammen scheint. Und Frau Salina kann es auch nicht sein, denn sie hat tief schwarzes Haar. Aber vielleicht kann sie das entlasten. Mhm. Das rote Haar. Neben dem Bierfass, das eigens für Xolgorax hier gelagert wird, habe ich ein langes rotes Haar gefunden, das eindeutig nicht von einem Zwergenbart stammt. Es ist doch anzunehmen, dass es derjenige verlor, der das Gift in dieses Fass gefüllt hat. Und da Salina schwarze Haare hat, scheidet sie schon mal aus. Hm. Ja. Dunkles Zwergenbier. Helles Ferdocker und dunkles Zwergenbier. Komm, kippen wir ein. So. Finden wir jetzt hier nur dunkles Zwergenbier? Oh, eine verschlossene Truhe. Da kann Gladys natürlich nicht die Finger von lassen. Spielen. Messer und Knüppel, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Falle an dem... an der Truhe? Ja, und ganz ehrlich, das ganze dunkle Zwerg... Ich höre auf, die Fässer einzuschlagen, ich verspreche es. Aber... Ha. Alles klar. Okay, die Truhe ist gesichert. Erschwert um 20. Für solche seltenen Fälle benutzen wir dann doch mal einen Dietrich. Gut. Stahl und Kohle in dem Bierlager, okay. Dann geben wir dem Wirt sein Bier, seinen Schlüssel zurück und fragen Gerling mal nach weiteren Ideen. Also ja, wir können Aldesias Haus mal untersuchen, während sie eh nicht da ist. Dann bleibt noch der Stolleneinsturz. Mal gucken, wo der war. Hier hoch müssen wir. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich habe mich im Bierlager umgeschaut und wollte euch den Schlüssel zurückbringen. Ich konnte da tatsächlich ein wichtiges Beweisstück finden. Hier sieht dieses Haar, das fand ich direkt neben dem Bierfässchen von Xolgorax. Nun, zeigt mal, das stammt aber nicht von einem Zwergen. Das spricht er wohl leider doch. Wartet mal, Salina ist ja gar nicht rothaarig. Eben deswegen ist es ein wertvolles Beweisstück. Das steht wohl fest. Danke für das Zurückbringen des Schlüssels. Wie kann ich euch sonst noch helfen? Lebt wohl. So, wir haben den Bierschlüssel abgegeben. Gerling, Ideen? Nun, wie geht es mit euren Ermittlungen voran? Schritt für Schritt. Könnt ihr uns vielleicht einen weiteren Ratschlag geben? Habt ihr schon mit Salina gesprochen? Ihr solltet sie wirklich ausführlich befragen. Vielleicht fällt ihr ja noch etwas ein. Danke, das werde ich tun. Ja, das können wir. Wir können aber auch gucken. Zum Angrosch-Tempel. Ausgang in den Kosch.
Zwergenwohnbereiche. Aufzug, Aufzug. Also ja, hier ist nichts. Hier sind Pilze und das war's. Hier geht's auch nicht weiter. Hier war es zum Thronsaal. Eine Werkbank. War hier, genau. Können uns die Wachen hier was sagen? Nein. Die Tür ist verschlossen. Fürstentum Kosch, Zwerg. Und Zwerg. Vielleicht können uns hier die einfachen Bergarbeiter was sagen. Garrosche. Gut, der hat uns nichts zu sagen. Truhen haben wir schon geöffnet und alles. Hier ging es, glaube ich, runter in die Pilzhöhlen. Und hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nämlich gerade nicht. Oder ging es hier zum eingestürzten Stollen? Ein Stollengang. Okay, hier können wir aber nichts erreichen gerade. Ein Schachtfeger. Also ja, ich suche jetzt gerade nochmal Aldessias Haus. Das muss ja auch hier irgendwo im Wohnbezirk gewesen sein. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aber nee, hier oben war nichts. Hey. Ich weiß noch, es war irgendwo an dieser Seite, wenn man im Kreis geht. Aber hier oben war es nicht, nein. Naja, das hier ist hier unten. Hier sind jede Menge Türen. Hier ist nur sie. Ach, gehen wir jetzt erstmal in den Thronsaal und reden nochmal mit Salina. Das ist nicht der Thronsaal, das ist das Fürstentum Kosch. Okay, dann gehen wir doch hier weiter.
Na gut, die Tür ist verschlossen. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist nur eine Werkbank und hier ist der untere Bereich, wo wir nicht reinkommen.